Wir planen gerade unsere Küche. Die Eckdaten sind klar, 1,40 Meter breit, 87 Unterkante Arbeitsfläche. Wir haben uns auf den Mittelwert geeinigt, weil wir, naja, unterschiedlich groß gewachsen sind. Und der Mittelwert liegt, dass wir bei ungefähr 90 cm an Arbeitsoberfläche landen wollen. Da wir die Luftheizung in der Mitte haben, ist jetzt die Frage, wie wir den Schrank drumherum planen, damit wir vielleicht morgen anfangen können, den Küchenblock zu bauen. Weil die Küchenplatte liegt hier schon so ein bisschen rum. Ne? Ja. So, schon mal ein erster Eindruck von dem Küchenblock. Angefangen den Sockel und die Front zu bauen. Jetzt müssen noch da und da zwei senkrechte Stäbe rein und dann oben noch die Abstützung. Aber man kriegt schon mal ein Gefühl, wie der Küchenblock nachher stehen wird. Wir werden links und rechts ungefähr 58 cm breite Schubläden haben. In der Mitte passt eine 27er hin. Das ganze Ding ist ungefähr 1,43 breit und hat dann jetzt um die 90 cm zu der Arbeitsplatte. Erstmal nein. Oder? Aber stabil. Los geht's. Tada! Wir haben unseren Küchenblock gebaut. Mal wieder aus den üblichen Aluminiumprofilen. 6 mm Sperrholz, das Elke so geschnitten hat, dass das in den Nuten ist, also ist fest. Die Arbeitsplatte ist eine Eiche. Ja, Eiche rustikal von Ikea. Eiche rustikal, Vollholz von Ikea. Die wird einmal hier die Platte für die Küche sein und aus dem Reststück passt genau unser Waschtisch. Ja, die Einteilung haben wir ein Stück weit vorgegeben gehabt, weil wir hier ja unseren Lüfter haben von der Heizung. Der sollte auch seinen Raum haben, da kommt ein kleines Brett drüber und dann kommen überall in diesen Schrank Schubläden rein. Fest ist das schon. Die Platte ist gerade geölt worden, deshalb glänzt die noch so. Das wird wieder matt werden am Ende, wenn es trocken ist. Ja, in gleicher Breite werden wir jetzt noch einen Oberschrank bauen. Nicht ganz so tief, dass ich mir nicht die Rübe stoße, wenn man dann mal was am Machen ist. Hier soll unser Waschbecken rein und hier kommt die Gaskochplatte hin. Ja. Wieder einen Schritt weiter. Morgen! Moin! Heute Sonntagsarbeit, die Sonne strahlt. Was gibt's da Geileres, als die Vertiefung einzubauen? Elke war so cool und hat die zugeschnitten und hat die entsprechend vorgestrichen. Einmal final werden sie wahrscheinlich noch gestrichen werden. Obwohl ich das, wenn die Maserung ein bisschen durchguckt, auch mag. Aber andrehen. Wir haben ja die 6 mm Sperrholzplatte in die Fuge gesetzt. Dadurch haben wir einen kleinen Versatz von der Außenkante. Den haben wir an zwei Stellen ausgeglichen durch weitere 6 mm Streifen Holz. Ich habe schon den Kleber aufgetragen. Kann ein bisschen entspannt sein, der braucht 24 Stunden zum Trocknen. Wir kleben die zum einen, also es ist eine Vertäfelung mit Feder und Nut. Wir kleben die und an den Holzleisten werden sie von innen noch verschraubt.
um dem zusätzlichen Halt zu geben und das in den Kleber einzupressen. Nicht, dass wir hier so eine Welle haben. Wir haben dann vor... Naja, kein Babyblau. Die Folie kann man abziehen, das ist dann gebürsteter Edelstahl. Ihr kennt das, oder einzelne vielleicht. Badezimmerzubehör für Fliesenkanten. Sehr geil. Das wird unsere äußere Kante werden, wo das Holz gegenläuft und dann hier wieder weiter. So ein bisschen an Stoßkante, damit man das Holz nicht gleich immer kaputt macht. Und bei meiner Badsanierung habe ich meterweise von dem Scheiß zu viel gekauft. Das finde ich super. Und was gibt Geileres, als es damit zu verbauen? Los geht's. Ja, wo waren wir denn nochmal? Ha, da ist sie. Übrigens, habt ihr schon die geile Unterkonstruktion von Ecke gesehen? Damit man maßhaltig die Wetter einsetzen kann. Das ist mal Handwerkskunst vom Feind. So, ich werde die alle erstmal einmal reinstecken und dann werde ich die von innen verschrauben. Also sauber ausrichten auf die Kante. Ein ganz kleinen Trick Spiegel haben wir da ja drin. Deshalb auch den 24-Stunden-Kleber, weil mit 20 Minuten, dann ist dann irgendwann nichts mehr mit bewegen. Vorteil ist natürlich auch, dass wir keine sichtbaren Schrauben haben werden. Wenn man das hochschiebt, damit auch mal kein Schieb schick aussieht. Ja, weiter geht's. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head. It's me, you hold speed in my. Das ist mal ein Spezialteil. Schön mit der Oberfräse ausgeklinkt in der Hoffnung. Oh, warte. Schraube mehr rein, ne? Du quietscht. Die quietscht, genau. Nee, du. Wie ich? Sollen wir kurz die Kamera rausmachen? Ich glaube, wir haben noch was zu klären. Die Klärung ist natürlich total friedlich verlaufen und so sieht das Endresultat aus. Hier ist die Leiste. Sieht doch relativ sauber aus. Sieht auch im Badezimmer nicht schlecht aus, finde ich. Das ist die fertige Verkleidung. Und unsere nächste Folge wird sich drehen um Schubladen bauen, einbauen und lassen sich diese Hettich-Schubladeneinsätze eigentlich auch verstellen, falls man mal die Spaltmasse nicht so sauber hingekriegt hat. Das seht ihr in der nächsten Folge von unserem Innenausbau. Bleibt dran, drückt den Abo-Knopf, wenn ihr mögt, damit ihr nichts mehr verpasst. Gebt uns ein Feedback, Like oder einen Kommentar oder Fragen. Kommen wir gerne drauf zurück. Bis dahin und viel Spaß mit dem Video.